Fußball. Fußball. Und sonst nicht. Bin Mitglied seit 1947 bei Würzburg 04 und habe eine Bürgschaft für den FA 04 geleistet und wurde im Monat November von einer Bank aufgefordert und zur Zahlung gebeten. Und das kurz vor Weihnachten. Wo man hier Neues pflanzt, scheint Traditionsreiches abzusterben. Im Arbeiterviertel von Würzburg an der Frankfurter Straße, dort wo der FV 04 zu Hause ist. Hier wohnen auch viele der über 100 Mitglieder, die insgesamt für über 300.000 D-Mark Bürgschaft geleistet haben und jetzt von den Banken zur Zahlung aufgefordert wurden. Dabei startete man so hoffnungsfroh in den bezahlten Fußball vor 3 Jahren. Doch schon da wurden Fehler gemacht. Ein Mäzen verpflichtete schon zu Amateurzeiten Spieler, die nach dem Konkurs des Mäzens voll zu Lasten des Vereins gingen. Trotz guten Zuschauerschnittes gab es schon da Schulden. Da Wacker München verzichtete, stieg man jedoch in den bezahlten Fußball auf. Die Schulden stiegen trotz günstiger Voraussetzungen. Spieler wurden zum Teil mit über 7.000 D-Mark honoriert. Man träumte gar von der Bundesliga. In der zweiten Saison mit der Konkurrenz vor der Haustür sanken die Zuschauerzahlen. Der DFB vergab eine neue Lizenz ohne Auflagen, angesichts der Schulden fast unverständlich. Der Ligaausschuss des Deutschen Fußballbundes hat dem Verein Würzburg 04 die Lizenz erteilt, ohne besondere Auflagen, aufgrund eines Anhörverfahrens, das bereits im Februar dieses Jahres durchgeführt wurde, konnte der Verein nachweisen, dass kurzfristige Verbindlichkeiten in langfristige umgewandelt wurden. Es stand hierfür ein Bankkredit von 500.000 Mark zur Verfügung. Dieser Bankkredit wurde inzwischen gekündigt und die Zinsen wesentlich erhöht. Jetzt fehlen 5 Punkte zum rettenden Ufer und das bei einem Spielerkader, der monatlich 75.000 D-Mark verschlingt, wobei allein 5 Akteure 4.000 D-Mark Grundgehalt bekommen. Warum haben wir diese Schulden? Für mich, das wird nicht jeder akzeptieren, was ich jetzt sage, durch falschen Spieleinkauf Schulden entstanden. Wenn ich zum Beispiel daran denke, unser Sturm ist der schlechteste in der ganzen Bundesliga. Wenn man in einer Saison 2 Tore schießt als Stürmer, ist das ein Armutszeugnis. Und zum Beispiel den letzten Einkauf, den Weiß, hätte man den Stürmer kaufen müssen dafür. Das ist meine Ansicht. Außerordentliche Mitgliedsversammlung bei Würzburg 04, einem Verein, der im nächsten Jahr 75-jähriges Jubiläum feiert. Doch Grund zur Freude gibt es nicht. Man steht vor dem Konkurs. Durch die hohen Verluste bei der Lizenzfußballspielerabteilung, bedingt durch die sinkenden Zuschauerzahlen und den schlechten Leistungen des Spielerkaders, des vermeintlichen hochbezahlten Spielerkaders, traten die Gläubiger auf den Plan. Alarmierend sind nicht einmal die 2,5 Millionen D-Mark Gesamtschulden als die 800.000 D-Mark kurzfristige Verbindlichkeiten, wobei an das Finanzamt allein noch 334.000 D-Mark Steuerschulden aus den Jahren 71 bis 76 zu zahlen sind. Die Stadt nun will als Eignerin von Grund und Boden der Sportanlage an der Frankfurter Straße mit 800.000 D-Mark sämtliche Gebäude ablösen, die auf dieser Anlage errichtet wurden. Das wäre zunächst einmal für den Verein Luft zum Atmen. Der Vorstand will geschlossen zurücktreten. Doch die meisten hatten diesen Schritt schon getan und stahlen sich aus der Verantwortung. Rechtsanwalt Simon wollte und konnte dies nicht. Er sah sich nur als Repräsentant und hatte von den Geschäften am Rande der Legalität oft keine Ahnung. Ich bin enttäuscht. Ich bin nicht so aufgeklärt worden über Einzelheiten, wie dies notwendig gewesen wäre. Ich bin über vieles bedingt durch meine berufliche Tätigkeit und bedingt durch meine Krankheit über vieles nicht informiert worden oder erst zu spät informiert worden, sodass im Interesse des Vereins so oft nicht mehr ein anderer Weg eingeschlagen werden konnte, wie er nun letzten Endes gelaufen ist. Sie haben gesagt, der Verein ist kein Unternehmen. Ich glaube, bei 500.000 Mark Umsatz im Schnitt im Jahr ist er doch schon fast ein Unternehmen.
Das entsteht also nicht über Nacht. Das ist der fünffache Umsatz dieses Unternehmens oder dieses Vereins, der als Schulden dahinter steht. Die Frage ist meiner Meinung nach nicht beantwortet, wie das entstanden konnte. Sie haben gesagt, Sie haben Fachleute dafür. Wenn ich ein Unternehmen führe, dann bin ich der Boss des Unternehmens. Dann kann ich nicht sagen, das ist mein Finanzmann. Ich muss dafür auftreten. Doch Aufklärung gab es an diesem Abend nicht. Heiner Simon trat zurück. Er wollte keine schmutzige Wäsche waschen und hätte bei einem ordentlichen Gerichtsverfahren gegen einen Teil seiner ehemaligen Kollegen aus dem Vorstand auch vor den Kadi gemusst. Seine Gutgläubigkeit wurde ihm zum Verhängnis. Dann die Neuwahl. Wer ist für die Wahl des Präsidenten Stefan Beeth? Und darf ich bitte um Ihr Handzeichen bitten? Fast einstimmig wurde die neue Vorstandschaft gewählt. Zum Abschluss gab es für das arg gebeutelte Schiff des FV04 moralische Aufrüstung. Wir wissen, dass wir das Wasser bis zum Hals stehen oder bis zum Mund sogar, das darf sich mal raus. Ja, packen wir doch zur Sorge an, erinnern wir uns an unsere alten Fähigkeiten. Wahrer Sportsgeist, der heißt Zusammenhalt, Treue und Kameradschaft. Stefan Beeth, Sie sind mit 28 Jahren jetzt der jüngste Vorstand im bezahlten Fußball. Nach der Politik der großen Schritte müssen Sie aber zunächst bei 04 jetzt erstmal ganz klein treten. Es ist richtig, dass die Zahlungen drastisch reduziert werden müssen. Wir müssen uns leistungsbezogen orientieren und müssen die Spieler so besolden, wie es im Rahmen unserer Möglichkeiten steht. Wenn es 20.000 Mark an Einnahmen sind aus Zuschauereinnahmen, dann können wir 20.000 Mark ausgeben. Wenn es mehr ist, dann können wir mehr ausgeben. Das steht noch in den Sternen vorerst. Man strebt einen Vergleich mit den Gläubigern an, von der Stadt zum Teil auch aufoktroyiert. Er soll bei 30% liegen. Wird danach der Verein nicht unglaubwürdig, wird es schwer sein, Kredite zu bekommen? Das mit Sicherheit. Die Vergleichszahl von 30%, die stand ursprünglich im Raume. Unser Bestreben ist es, diese Vergleichsquote höher zu gestalten. Da sind auch bereits Gespräche im Gange. Es ist nicht unbedingt nötig, dass der Verein völlig schuldenfrei dasteht. Das Wesentliche ist, dass die kleinen Bürgen, die einmal dem Verein treu zur Seite gestanden haben, nicht zur Kasse gebeten werden. Und diese Schuldenlast wird vom Verein auch weiter getragen werden müssen. Das würde also bedeuten, dass wir mit einer Schuldenlast von maximal 500.000 Mark in die neue Runde gehen würden. Das würde gleichzeitig bedeuten, dass die Vergleichsquote höher ausfällt als 30%. Die meisten Gläubiger haben zugestimmt. Mit den Banken sind Verhandlungen im Gang und ich bin zuversichtlich, dass dieser Vergleich zustande kommt. Kopf eines Mannes, der gab mir einen Stoß, ich landete im Tor. Tor, Tor, Tor! Fußball, im Kopf ist Fußball.